Um 1 Uhr morgens habe ich keine Lust, die Nachbarschaft zusammenzubrüllen. Wann ist die Map gebaut worden? Oder wurde die im Creative gebaut, sodass dass man im Creative. Im Creative kann man da auch nicht hoch. Gut. Ach so. Ah. Ich tu verstehen. Was ich jetzt mache. Ich habe dann noch ein Stick übrig. Warum auch immer. Ach, sieh mal an. Ah, das liegt jetzt am Swiftness. Schnelligkeitstrank. Hust. Ah, oh, wie ich es hasse, wenn er nicht springen mag. Ist ja schon fast so schlimm wie bei Super Meat. Und da ist jetzt Ende Gelände oder wie? Das heißt, man würde da hochjumpen für nichts und wieder nichts. Das war Fail gesetzt. Hätte ich die Map verloren? Ein Schalter, der nichts bewirkt. Nonsens, Schalter. Okay, so wäre man darüber gekommen. Ja. Ich nehme die Leiter mal lieber mit. Nicht, dass die mir dann noch für irgendwas Relevantem fehlt. Man weiß ja nie. Irgendwie schön wäre es gewesen, wenn gesagt wurde, Hebel und Buttons nur auf Goldblöcken, Leitern nur auf Diamantblöcke und Schweizer Käse nur auf Eisen. Okay, ich habe wieder natürlich mit meinem Superorientierungssinn das Gebäude verloren. Da. Eins, zwei, drei. Soll ich jetzt hier einen auf Amazing Spider-Man machen und überall rumklettern? Piu, piu, pau, tschu, pau. Ah. Nope. Yay. Die Map gefällt mir von Mal zu Mal lieber. Ich glaube, ich sollte nicht mehr ganz so... Ja, okay, ich habe jetzt... Zur Verteidigung. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel geschlafen und da ich für morgen so noch gar nichts habe und ich... eigentlich nicht mag, keine Videos bringen zu können. Naja. Wofür sind die Golden Nuggets bitte? Das verstehe ich jetzt. Ich bin in einer riesigen Stadt. So wie es scheint. Finde Golden Nuggets, aber wofür? Habe ich... Ach... Das ist ja durchwachsen. Nach der Flucht bist du im Haus deines Bruders. Du musst in der Stadt einen Schalter suchen, um das Tor zu öffnen. Sammle alle Kisten, die du findest. Okay. Aber wie würde ich aus der Stadt rauskommen, im Endeffekt? Nutze ich mal ganz kurz epische Flugskills. Ach, dafür war der... Setze den Schalter an die Steinplatte. Kapitel 3, kurz vor dem... Welche Steinplatte? Hä? Ach so. Ach, ich habe doch einen blöden Schalter gedrückt. Was muss ich jetzt auch noch einfinden? Ich mache das jetzt beim Schnelldurchlauf. Einfach nur mal um sowas zu zeigen. Einfach nur um es zu zeigen. Hier haben wir gestartet.
Ich finde es schön, dass sie das immer so als Gebiet gemacht hat, aber blöd, dass man so direkt rüber gucken kann. Ich vermute mal. Ne, da sind Cobblestones und 7. Naja. Sagen wir, wir sind hier. Au, wir sind runtergefallen. Darauf, hier rüber, zack, zack, zack. Ja. Ich glaube, der Sprung ist sogar machbar, aber nicht gerade leicht. Man hört höchstwahrscheinlich wieder, wie extrem hektisch auf meine Tastatur rumgehauen wird. Müsst ihr euch doch eigentlich auch noch denken, die arme Tastatur von denen. Wobei das die Leertaste, die immer so gehämmert wird. Irgendwie böse Angewohnheit aus Super Meat Boy. Leertaste hämmern. Und die macht auch die lautesten Sounds. Ach Gott, geschafft. Halleluja, fertig. Superman. Ich bin Superman. Ich kann die Zeit zurückdrehen. Ich kann fliegen. Ich kann zwei Schalter befestigen. Baue aus dem gesammelten Stein eine Brücke. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Dass man auch noch das Stein finden muss. Es heißt ja nur, du solltest so viele mitnehmen, wie du magst. Es wäre ratsam. Oder verstehe ich da jetzt natürlich etwas nicht in meinem Super-Mini-Verstand eines YouTubers? Aber ich habe da nie was gelesen von wegen. Ja, du musst jetzt wirklich überall lang klettern, damit du jedes Kistchen ausräumst und jeden kleinen Stein hast für eine Brücke, aber auch egal. Ich hab's ja geschafft. Ach, du willst mich doch verhohne People. Nein, da setze ich mich nicht wieder zurück. Weil solche Sprünge sind einfach nur nervig. Was mich sowieso an solchen Sprüngen stört, es gibt keine Erklärung dafür. Wir schweben einfach willkürlich zwar in der Luft rum. Da fehlt mir nur die Erklärung. Die Flucht hast du geschafft. Jumpen oder Test? Ich nehme lieber den IQ-Test. Test. Das trotzdem noch jumpen. Hier beginnt Teil 3. Naja, ich verliere immer so viele negativen Worte. Aufgabe gibt's in der Datei Teil 3. Hier wurde mal auf die Textdateien. Gehe zu dem Schmied und besorge dir Cobblestone. Das muss man jetzt alles chronologisch erledigen. Wo ist der Schmied? Vermute, du bist irgendwie in der Farm oder sowas. Ah, kann ich auch, hörte. Schweine, Schafe. Wo ist der Schmied? Jetzt so eine kleine Frage.
Soll wirklich nicht böse gemeint sein, aber wurde die Map getestet von jemand anderem außer dir? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du die Videos guckst. Natürlich werde ich wie jeden anderen einfach mal damit antexten übers Minecraft-Forum. Und wenn du das ja siehst, kannst du ja hierauf antworten. So in der dank der Kommentarfunktion. Markt, Markt. Wo ist der Schmied? Weil es ist schon ein Unterschied. Es ist ja nicht schlecht. Also man sieht ja, du hast dir Mühe gegeben, auf jeden Fall. Allein für die Häuser bauen. Ich unterstelle dir jetzt mal nicht, dass du das mit MC Edit gemacht hast. Ich bin in der Kanalisation. Ich glaube, hier soll ich noch gar nicht sein. Ich sage jetzt einfach mal, du hast die alle von Hand gebaut. Ob die einzelnen Teile gecheatet sind, boah, darüber lässt sich philosophieren, wie man lustig ist. Trotzdem, kleines Lager. Lager. Schmiede da. Trotzdem solltest du dir Beta testen, egal ob es Kollegen von dir sind, deine Oma oder was weiß ich. Cobblestone-Maschine. Okay, hier hätte ich jetzt natürlich ein Problem ohne. Oder ist da jetzt irgendwo eine drin gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein Prozessor das nicht unbedingt mitmachen möchte. Okay. Schmelze nun schnell. Besorge dir Cobblestone. Schmelze nun Steine daraus. Okay. Das ist jetzt natürlich eine nette kleine Einlage. Also ich soll jetzt hier survivalmäßig mich selbst aufbauen. Blablub. Ich soll jetzt das. Also ich lese mal vor, was man machen muss. Schmelze Steine draus, crafte dir aus den Steinen Schwert, Schaufel, Hake, Axt, Spitzhacke. Töte Kühe, damit man Leder, ich glaube eher Leder, erhält. Schweine, um was zu essen zu bekommen und Schafe. Sollen wir Scheren aus dem Leder Kleidung machen? Das kann ich einmal demonstrieren. Ins Lager nach Gebrauchsgegenständen suchen und fange an, ein eigenes Haus zu bauen aus diesen Materialien. Holz, Stein, Glost und Fackeln. Ernte die Felder und bestücke die Felder neu. Gestalte dein Haus in der Suche.